Natürlich schon einiges. Aber ich glaube, das hier ist der Store, oder? Guck mal, 3,1 ist er jetzt vorne. Ich mache direkt Druck da drauf. Er verteidigt aber hiermit. Ja, einfach, also einfach ist Schach nicht, ne? Ich sag's euch mal, wie es ist. Four Knights Game. Finde ich krass, dass die auch hier immer die Eröffnung etc. mit einfließen lassen. Weiß ist deutlich im Vorteil. Wenn das das ist, was ich denke, dass es ist. Was greift jetzt er an? Er greift jetzt hier nichts an und hier greift er das hier an. Und das kann ich ja easy defenden. Deswegen gehe ich einfach da hoch. Will hier diesen Springer haben. Dann kann ich nämlich das hier angreifen. Oder er setzt mich jetzt ins Matt, dass ich keine Rochade machen kann. Oh, ich dachte, ich hätte gerade den Zug gemacht. Ich denke mal, er will den Läufer hier angreifen. Okay. Macht das Sinn, in so einem frühen Spiel, das kann mir bestimmt jemand sagen, den Läufer gegen den Turm zu tauschen. Gegen das Pferd. Macht das Sinn? Ja, ich mach die Rochade, bevor wir hier irgendwas tun. So, ich könnte hier reinspringen. Mit dem Springer, er schlägt, ich schlag zurück. Figur gewonnen. Das wäre doch was. Was will er jetzt da? So, er kann dahin und dahin. Er dahin springt, greift er das und die Dame an. Kann ich aber easy defenden. Ich nehme mal erstmal seinen Springer weg. Keine Ahnung, ob das ein guter Trade ist. Schlägt er zurück. Wo will er mit dem Pferd hin? Ich denke mal, er springt jetzt wieder weg. Die sind eigentlich safe. Der ist safe. Der ist safe. Die sind safe. Die sind sowieso safe und er ist safe. Es sind eigentlich alle Figuren von mir geschützt.
Den würde ich gern schlagen. Ich hoffe, er übersieht das. Dann kommt er von oben. Und dann kann ich nicht verteidigen. So, ich schlag hier, er schlägt mich. Und dann habe ich den Salat. Er zieht tatsächlich weg. Das ist gut für mich. Das wäre ein Fehler. Will gerne meine Figuren hier rausbringen, ne? Wir greifen ihn hier mal an. In der Hoffnung, dass er es nicht sieht. Da springt er dahin, greife ich ihn trotzdem an. Muss halt dahin ziehen, dann greife ich ihn da an. Okay, er verliert die Figur. Ah ne, verliert er nicht. Könnte noch hier hinziehen. Kann die nur saven, wenn er die dahin zieht. Und dann werde ich ihn auf jeden Fall attackieren. Fehler. Was wollte er da machen? Okay. Das war ein guter Trade für mich auf jeden Fall. So, wie kann ich den jetzt so richtig nerven? Was tut er denn da, wenn ich den jetzt schlage? Das ist sogar gut für mich. Dann kann ich den nämlich hier den Turm jetzt gleich wegnehmen. Den Springer. Wenn er nicht aufpasst. Was versucht er? Er kann dahin springen oder dahin springen. So, das kann er nicht schlagen mit ihm. Er versucht es mit der Dame und dann springe ich mit der Dame. Mit dem Turm drauf. Legt hier, ich schlag da. Ist seine Dame weg. Könnte noch hier hinspringen. Kann dahin springen. Dahin oder dahin. Kurz überlegen. Das kann er nicht bestrafen, korrekt? Kann nur hier schlagen. Kann nur hier schlagen. Da schlagen. Da schlagen. Okay. Meine Dame. Ich muss irgendwie meine Dame aktivieren. Dahin ziehen, Schach geben.
verliere jetzt meinen Turm, wenn ich nichts tue, ne? Wenn ich jetzt hier Schach gebe, was passiert dann? Er zieht dann seinen Bauern vor. Und ich muss zurück. Geh lieber den safen Weg. Vielleicht nimmt er jetzt meinen Bauern weg. Bauern, mein Tor, mein Springer. Sieht das Barometer mich hier im Vorteil? Also wenn er das nicht tut, tue ich's. Hat es tatsächlich nicht gesehen. Und jetzt gleich greife ich den König an. Dann kommt er aber damit hin. Das ist perfekt. Komm. Mach nichts Blödes. Turm. Irgendwas muss er jetzt da vorstellen. Geht eigentlich nur Turm. Und dann verliert ihr den. Das Ding ist eigentlich in der Tasche. Gut, wo kann er noch hinziehen? Ihr könnt noch dahin ziehen. Dann könnte ich mit dem Springer baiten. Springer dahin. Ja, dahin. Dann kommt der Turm, dann schlag ich. Ich spiele das safe. Also so safe, wie es nur irgendwie funktioniert. Vielleicht gibt er auch auf. Das ist absolut fein für mich. Turm hier runter, König dahin, Königin dahin. Er zieht weg. Kann ich mit. Kann ich. Ich save ihn und ich bedrohe den König. So, der König kann nicht. Der kann. Kann ich den Schachmatt setzen? So, er kann nicht hier hin. Er kann aber hier hin. Und dahin. Ja, er hat noch zu viel Freiräume. Ich darf jetzt echt keinen Fehler machen. Schachmatt. Oh, okay. Das war, glaube ich, die beste. Ich habe keine Fehler, keinen Patzer und keinen verpassten Sieg. Ist das mein perfektes Spiel? Wir gucken uns mal gerne die Analyse an, ja? Eieieiei. Ich habe eine Ungenauigkeit, okay. Ah, ne. Wo bin ich denn? Was ist das hier? Ein Schwarz, das ist schwarz. Also. Das hier hat alles gepasst. Ich weiß nicht, was ein theoretischer Zug ist. Der wird hier immer bemängelt. Das war von mir der beste Zug.
verpasstes Matt. Hätte ein Matt setzen können. Oh ja, ich hätte ihn hier mit Matt setzen können. Aber das meint der Computer gar nicht. Oh, mit der Dame, ey, so im Hintergrund. Okay. Schnelleres Matt. Dahin, er kann nicht dahin. Dahin nicht, dahin nicht. Dahin nicht, dahin nicht, dahin nicht. Oh, das wäre sogar Schachmatt gewesen. Okay, krass. Ja, Matt ist nicht so meins, ne? Ich achte nie drauf, wie meine Figuren dann noch decken. Aber an für sich ein gutes Spiel. An für sich ein gutes Spiel. Ja, schon 24 Siege, 12 Niederlagen und 3 Remis. Das kann sich doch sehen lassen.